So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. In der letzten Folge habe ich etwas verkackt, ne? Und zwar habe ich hier einen Befehl, der heißt Gib. Wir müssen... Das ist einfach nur dumm. Dem Zwerg einfach Hast das Bier, auf ein Bier geben. Ich bin im Dienst. Na komm, ein Schlückchen in Ehren. Oh, wie kann man so blöd sein? Bringst du es herunter? Okidoki. Ja, ich bring das Bier schon mal. Hier lang. Kopf, bitte. Bring es hierher. Sonst wär's jetzt so einfach, ne? Wie wäre es mit einem kleinen Gelage? Ja. Er sieht betrunken aus. Okay. Der ist wirklich stockbesoffen. Er sieht sehr betrunken aus. Okay. Die haben jetzt hier unten ihren Spaß. Das heißt, eigentlich müsste ich ja jetzt hier runtergehen. Das ist keine Wache da, die uns aufhält. Ich kann das so viel nach dem... einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Ja. Hallo. Hätten wir eigentlich auch. Wir sind bei dieser Frau. Hallo. Was zur Hölle? So, wir haben hier schau an Haken. So, kann ich Schlüssel mit Tür? Kriege ich die Tür mit dem Schlüssel auf? Ja, tue ich. Sehr gut. Ah, es ist so laut, der Bohrer. So eine schöne Geräuschkulisse. Das ist ein Haken, der an einem Seil befestigt ist. Hast du gut erkannt. Dann quatschen wir mal mit dem ein bisschen. Entschuldigung? Ich hoffte auf eine bedeutungsvolle Frage. Wie lange bist du schon jetzt? Wie lange bist du denn schon ein Zwerg? Also, wie lange bist du schon ein Zwerg? Als Mann oder Kind, niemals in meinem Leben höher als 4 Fuß. Was? Niemals? Nein, niemals. Was? Niemals? Nun, wohl kaum. Wohin führt die Tür? Wohin führt diese Tür? Zur Schatzkammer. Alle unsere Schätze sind da drinnen. Ja gut, den Schlüssel habe ich ja schon. Nun, die heutige Schlüsselwache ist Eisenbauknochenbrecher. Der liegt bestimmt betrunken im Bierkeller. Der hat gut. Du weißt, wie das ist. Kann ich mit den anderen noch reden? Der hört uns wahrscheinlich nicht, oder? Hallo? Hi ho, wir sind verliebt und drauf. Okay, der hört uns definitiv nicht. Und der andere noch weniger, der rauchend bohrt. Hey, zieh Leine. Unbefugten ist der Aufenthalt hier untersagt. Ich will dir ein Angebot machen. Bist du an der Doppelglasfensterscheibe interessiert? Bist du an Doppelglasfensterscheiben interessiert? Hast du das Schild nicht gesehen? Keine Zwergenhändler steht da. Also verschwinde, bevor ich dir Beine mache. Okay, dann, Raus. Muss ich jetzt die Tür nochmal aufschließen? Wie fies! Aber es würde mich wundern, wenn der nicht auch bestechlich wäre. Bist du so schwer von Begriff? Verschwinde! Nein, du musst dich irren. Ja, aber hier bin ich wieder. Du würdest es bereuen. Du würdest es bereuen? Warum? Weil ich dir ein absolut einmaliges Angebot mache. Was für ein Angebot? Du könntest 1 Million Goldstücke gewonnen haben. Ich habe etwas in meinem Inventar, was du möchtest. Es ist mir entfallen. Ich habe was ich in meinem etwas Inventar. Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Was ist das? Nun... ein Biergutschein. Was ist das? Double Time mit betrunkenen Druiden. Und freier Eintritt. Wie kann ich das jemals wieder gut machen?
denk dir nichts dabei, ich bin mir sicher, wir können uns einigen. Du hast da ein paar hübsche Juwelen. Hübsche Juwelen, die du da hast. Na gut, einen sollst du haben. Einen? Einen? Das ist jetzt schon ein bisschen geizig. Kriege ich wenigstens so einen schönen rosanen? Bitte sehr, nun verschwinde endlich. Sehr schön, und wir haben einen... Und bleib draußen. Ja, jetzt bleibe ich tatsächlich draußen. Denn da brauchen wir nichts mehr. Die Zwergenhöhle haben wir soweit abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch das Juwel verramschen. Dann kriegen wir Geld dafür. Also wir müssen unseren Schatz zu Geld machen. Und wir kennen doch da so einen zwielichtigen Typ, der uns vielleicht... Anders überlegt, was? Ich habe Massen an Kram, der jeden interessiert, zu einem lächerlichen Preis. Extra billig für Zauberer. Gut, dann lassen Sie mich mal sehen. Lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Ich hätte gerne etwas von dem wertlosen Plunder. Haben Sie nicht irgendwas Magisches? Nein, aber ich habe etwas, was Ihnen gefällt. Nein, aber ich habe etwas, das Ihnen gefällt. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Wo haben wir da Juwel? Der ist hübsch, sehr hübsch. Zwergisch, nehme ich an. Es ist einer dieser Juwelen, der die Farbe ändert. Ich gebe Ihnen 4 Goldstücke dafür. Sie machen Witze, ich will mindestens 40. Sie machen wohl Witze, ich will mindestens 40. 40 Goldstücke, ich gehe nicht weiter als 10. Klingt zwar besser, ist aber immer noch Diebstahl. Klingt zwar besser, ist aber immer noch Diebstahl. Okay, 15 Goldstücke, aber auch nur, weil mir Ihre Kleidung so gut gefällt. Voll der Bazar. Lass uns Runde 20 sagen und uns in Frieden trennen. Ich habe meiner Gesellschaft versprochen, mindestens 20 dafür zu bekommen. Tut mir leid, aber ich habe meiner Gesellschaft versprochen, mindestens 20 dafür zu bekommen. Okay, okay. 18 Goldstücke. Wie bitte? Also 20. Sie machen ein hartes Geschäft und keine Fehler. Ich gehe besser und bringe das in Sicherheit. Und tschüss. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. So, können wir hier vielleicht, nee, da können wir tatsächlich gar nichts mehr mitmachen mit seinem Ramsch, den er hier hat liegen lassen. Aber wir sind jetzt ein bisschen flüssiger, wir haben Goldstücke. Das heißt, wir können mal im Drogerieladen hier vorbeischauen, was die zu verkaufen haben. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Kuchen. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hier. Fässer, Säcke. Ich sage, er gehört hierher. Mais. Und ich sage, Bohnen, er gehört Haushaltsreiniger, hierher. Töpfe, okay. Pfannen. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Was gab's denn? Hammer. Du wirst dich beherrschen müssen. Mal dahin. Schau. Dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Nimm Hammer. Hier. Du bist gerade. Ich möchte das kaufen. Ah. Das macht 2 Goldstücke. Okay, hier hast du das Geld. Hier hast du das Geld. Wir sind ja jetzt etwas flüssiger. Du bekommst einen kostenlosen Nagel dazu. Darf es sonst noch etwas sein? Nice, danke. Ich will nur ein bisschen stöbern. Was haben wir denn noch? Den Rechen? Ich möchte das kaufen. Der ist kaputt. Ärgerlich. Bücher. Ich möchte das kaufen. Tut mir leid. Die sind alle für Nanok, den Barbaren, reserviert. Was haben wir denn noch hier? Den Ladenbesitzer nehme ich mit. Ich möchte das kaufen. Das sind nur Vorzeigemodelle. Ich glaube, es gibt bis auf den Hammer doch irgendwas gab es noch, was wir hier... Ich möchte das kaufen. Die kann ich dir nicht verkaufen. Ich mag sie zu sehr. Ich möchte das kaufen. Die sind unverkäuflich. Ich brauche sie zum Kochen.
Okay, nee, dann mussten wir das später machen, glaube ich. Bin mir gerade echt unsicher. So langsam wird's in meiner Erinnerung so ein bisschen verwaschen, keine Ahnung. Ich muss jetzt viel so wieder selbst rausfinden. So, ich weiß, dass hier noch irgendwas war. Beziehungsweise da geht's auch weiter jetzt. Gehst du da durch? Danke. Wenn wir da durch den Höhleneingang gehen, kommen wir in ein neues Gebiet. Aber ich glaube, ab dem neuen Gebiet ist dann so ganz aus bei mir da. Nee, hier wollte ich noch nicht hin, oder? Komme ich hier weiter? War das unten? Oh Gott, ich sag's euch. Ach, da komme ich gar nicht nach unten. Was, wenn ich hier immer rechts laufe? Ach. Ja, hier müssen wir immer rechts weiter und dann müssten wir gleich einen Holzfäller treffen. Ja. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Der depressive Holzfäller. Ey, du. Entschuldigung. Was gibt's? Sag mir, was dich bedrückt, Holzfäller. Sag mir, was dich bedrückt, Holzfäller. Gib dir keine Mühe. Ich nehme die Dinge so, wie sie kommen. Mein Leben ist zerstört. Aber leben wir nicht in einer wunderbaren Welt? Man muss eben Leichtes und Schweres ertragen. Aber leben wir nicht in einer wunderbaren Welt? Du hast gut reden. Womit habe ich das verdient? Was genau ist dein Problem? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Wie kann ein Baum ein Problem sein? Ich dachte, Holzfäller seien Probleme für Bäume. Nicht diese Bäume hier. Was ist an den Bäumen Was so besonders? Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Hast du die Axt auch richtig rumgehalten? Hört sich an, als würde es sich um Gummibäume handeln. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril. Und es ist das härteste bekannte Metall. Legit. Milrit, eine Abart von Mithril. Ich werde sehen, ob ich welches für dich bekomme. Was härter als Diamant? Was? Härter als Diamant? Diamant ist kein Metall. Aber es ist härter als Diamant und noch seltener. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Ich habe auch noch nie welches gesehen. Selten, sowie Gehaltserhöhungen und so. So selten, das werde ich es kaum finden. Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Gib mir den Metalldetektor und ich würde mich mal umsehen. Glaubst du, in der Gegend könnte welches sein? Bin fertig. Hier, sieh dich an. Du kannst auch nicht schlechter abschneiden als ich. Okidoki. Okay, wir haben den Metalldetektor. Wie soll ich jetzt weiterleben? Moin, Holzfäller! Oh, hallo. Erfolg gehabt? Nein. Ich habe nicht viel erwartet. Lass mich allein. Ich befinde mich gerade in einer ewigen Tiefphase. Eine ewige Tiefphase. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier weiter nach rechts gehen?
Ah, die andere Seite der Schlucht. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir da auch noch irgendwie runterkommen, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist gut, hier ist eine Sackgasse, das heißt, die haben wir jetzt abgearbeitet. Kommen wir vielleicht mit der Leiter in die Schlucht? Ich glaube, wir kommen noch nicht in die Schlucht. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber ich glaube nicht, nein. Gut, dann werden wir uns mal hier oben weiter umsehen. Beziehungsweise hier eben in die Höhle gehen. Ich würde aber sagen, in die Höhle gehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.